So, jetzt die zweite Sache ist, ich finde das so interessant und auch sehr, sehr traurig zu beobachten, dass Leute immer dieses einfordern, ey, heute ist das passiert, hast du was dazu gesagt? Heute ist da was passiert, hast du was dazu gesagt? So, egal bei wem, egal ob die das von mir fordern oder von anderen Leuten fordern, so, erstens mal, Nummer eins, Alter, ich bin nicht die Tagesschau, okay? Ich bin nicht BBC News, ich bin nicht dafür da, weil jeden Tag auf dieser Welt werden irgendwo Christen ermordet oder verfolgt und ermordet, werden irgendwo Muslime ermordet, verfolgt und ermordet, werden irgendwo Juden ermordet oder verfolgt, werden irgendwelche Hate Crimes gegen Schwule und Lesben, in Amerika ist das gerade ganz groß, gibt es viele Hate Crimes gegen Schwule und Lesben, oder werden Jesiden verfolgt oder die Baha'i im Iran, so eine ganz kleine, süße Religionsgruppe, die im Iran hart verfolgt werden. Ey, jeden Tag passiert das. Ich kann nicht jeden Tag sagen, ey, habt ihr heute da gesehen? Habt ihr jetzt da gesehen? Habt ihr jetzt da gesehen? Wichtig ist, dass wir gleichermaßen, dass wir nicht werten und sagen, das ist mehr wert, das ist weniger wert, sondern dass wir über alle gleichermaßen sprechen und alles gleichermaßen sehen. Übrigens auch egal, ob irgendwo ein Mensch stirbt oder ob irgendwo 300.000 Menschen sterben, ist für mich immer, da ist ein Mensch gestorben, der wurde getötet, entweder weil jemand glaubt, das ist seine Ideologie oder weil er behauptet, das ist meine Religion oder egal was. So. Wir haben da nicht zu werten. Und das war auch das, was ich gestern gesagt habe, dass ich es ganz schrecklich finde, nicht, dass das nicht in jeder Religion passiert. Das habe ich ja tausendmal schon bei mir auf Facebook gepostet, sondern dass ich gesagt habe, wie kann man dann werten? Also wie kann man dann sagen, ja, aber Achtung. So, warum kann man nicht einfach nur sagen, mein Beileid und Punkt? So. Und ich finde es übrigens so interessant, mal in der westlichen Welt so, dass die Anschläge allgemein immer, wenn ein Anschlag passiert, sagen wir in Madrid, oder es passiert ein Anschlag selbst wenn ein Anschlag in der Moschee oder in der Kirche passiert, ne? Das ist nicht nur ein Anschlag auf diese eine Religionsgruppe. Nein, es ist nicht. In der Moschee sind auch mal Christen. Das heißt, in dem Moment ist doch vielleicht auch mal ein christlicher Junge da, der mit seinem besten Freund, der Moslem ist, vielleicht dahin gegangen ist und ist auch gestorben. Oder wenn ein Anschlag in der Kirche ist, dann sind da doch auch vielleicht gerade drei Muslime gewesen oder ich war schon hier in Köln in der Synagoge, bin da eingeladen gewesen, habe mir das angeguckt und alles und so. Stell dir vor, da wäre ein Anschlag passiert, dann wäre ich ja auch da drin gestorben. Was ich damit meine, oder wie heute in Utrecht, wenn ein Anschlag in der Straßenbahn passiert, Alter, fahren nur Christen Straßenbahn? Was denn, die Muslime reiten alle Kamel oder was? Die sind doch auch in der Straßenbahn. Die Juden sind doch auch in der Straßenbahn. Die Atheisten sind doch auch in der Straßenbahn. Schwule, Lesben und was weiß ich, Schapalamabhabisten, was weiß ich, was es alles gibt, sind auch in der Straßenbahn, weißt du? Ich finde es immer so frech. Das ist ein Angriff auf die Menschheit. So. Und worüber ich mich gerade aufrege, ist, dass ich gesagt habe, ey, ich habe mich beschwert, dass ich gesagt habe, die AfD hat gesagt, ey, entschuldigt, ja, tut uns leid, aber die Muslime sind eigentlich die gefährlichste Religion. Das sind alles so ist eine Nazi-Ideologie, die Muslime und so. Und ich habe ja heute gepostet, dieser Typ, was der gesagt hat, und dass das deutsche Verfassungsgericht das nicht als Volkshetze sieht, dass dieser Typ gesagt hat, Albaner sind alle Diebe und so. Und natürlich, auch bei der AfD sind nicht nur Nazis. Da sind auch mal Menschen, die vielleicht ein etwas gebildeteren Background haben und die vielleicht einfach nur sagen, ja, aber irgendwie, ich habe mich mit den und den Aussagen identifiziert. So, da ist nicht, also ich glaube, die Mehrheit sind nicht besonders kluge Menschen, aber ab und zu ist da auch vielleicht ein Mensch, der sagt, aber Moment, ich gehöre gar nicht zu diesen ganz Bösen, aber die und die, so. Aber was für uns wichtig ist, dass man diesen Menschen die Augen öffnet, dass man sagt, Achtung, das ist eine Partei, die so einen Bastard wie diesen Andreas Winnenhardt nicht gekickt hat, nicht rausgeschmissen hat, nachdem der gesagt hat, alle Albaner sind so und alle Schwarzafrikaner sind alle krank und die müssen uns gesundheits so. Das war für mich wichtig, dass ich gesagt habe, diese Partei kickt solche Menschen nicht. Diese Partei trifft ganz schlimme Aussagen und deswegen darf man dann an so einem Todestag nicht sagen, ja, Achtung, aber, und das haben die eben gesagt und darum ging es mir. Wie gesagt, ein Anschlag, egal wo der auf Menschen passiert, ist nicht nur ein Anschlag auf die westliche Welt oder nicht nur ein Anschlag auf die östliche Welt, sondern es ist immer ein Anschlag auf die gesamte Menschheit, auf die gesamte Menschheit. Und jeder, der dann sagt, da ging es gerade um Muslime und da ging es gerade um Christen, das ist eine falsche
Sichtweise. Wir müssen langsam lernen, wir sind eine Welt und wir müssen das so betrachten. Ey, das ist ein Anschlag auf die Menschheit. Und dass ich glaube, dass die Muslimen gerade in Deutschland sehr unter Druck sind, das stimmt. Aber die Christen sind in anderen Ländern sehr unter Druck. Und die Baha'i sind im Iran voll unter Druck. Und die Jesiden sind was weiß ich wo unter Druck. Überall sind manchmal Religionen oder bestimmte Volksgruppen extrem unter Druck, werden verfolgt und so. Bei allen kommt das vor. So, bei allen. Bei fast jeder Volksgruppe, die wird irgendwo verfolgt und irgendwelche Religionen werden irgendwo verfolgt. So. Und ja, jeder, deswegen, ich habe jeden, weil, wie gesagt, ich setze mich dafür ein, ich fahre in diese Länder. So. Und deswegen jeder, der so, aber Enisa, aber, habe ich nach Blokistan geschickt.